Guten Morgen, neuer Tag. Sehr hell. Aber wir haben schon hier Kaffee aufgesetzt und wir haben brutal gut geschlafen. Swag ist einfach das Beste, was es gibt. Ich habe da ja diese Ikea-Matratze auch noch oben drauf. Also das ist die eigentliche Matratze. Und dann oben drauf diese dicke Ikea-Matratze. Und das ist einfach so bequem. Es ist wie ein richtiges Bett. Das ist einfach ein Gamechanger, wenn man unterwegs ist. Also erst mal ein Käffchen getrunken und dann schauen wir mal, wo wir heute noch hinfahren. Wir haben keine Ahnung, wir haben keinen richtigen Plan. Und schauen einfach mal, was wird. Was wird? Part meiner Morgenroutine ist auch immer noch zu gucken, wie viel Öl drin ist und ob der Radiator genug Wasser hat. Und dieses Leak hier bin ich natürlich auch am Beobachten. Und hier ist jetzt ein bisschen was, aber hier in dem Überlaufcontainer, also ich habe hier gerade aufgemacht, das ist komplett voll. Und in dem Überlaufcontainer ist auch noch genug drin, also da mache ich mir keine Sorgen eigentlich. Ich habe gestern so ein Kit gekauft, um das so zu sealen. Genau sowas habe ich auch gesucht für einen Notfall, das habe ich ja gestern erzählt. Hier Radiator Weld, muss aber 4 Stunden stehen, deswegen mache ich das jetzt nicht. Sondern mach das, wenn wir jetzt mal irgendwo hinkommen, wo wir länger stehen bleiben, dann mache ich das dort. Dann sind wir auf der ganz sicheren Seite. Aber jetzt haben wir nicht mal was. Also jetzt ist nicht, fehlt nicht mal so viel, dass man sagen könnte, es fehlt was. Deswegen bin ich da ziemlich beruhigt und wir sind, ich weiß nicht, wie weit wir gestern gefahren sind, 200 Kilometer. Und ist noch alles gut. Deswegen ist das nice. Zweite Batterie läuft auch. Der Kühlschrank läuft auch immer noch die ganze Nacht. Alles super. Und was ich eigentlich eben mit dem Kaffee erzählen wollte, ist, wir haben uns gestern ja hier beim BCF dann diese 2 Yetis gekauft. In Deutschland haben wir einen Jeep gekauft, wo ich dann auch ein paar YouTube-Videos machen möchte. Auf jeden Fall. Die hier viel günstiger, als sie in den USA und in Deutschland waren. Deswegen haben wir die schon mal hier gekauft. Und jetzt trinken wir ein Käffchen. Auf dem Track hat auch der Konvoi angefangen und Caro ist noch nie Offroad gefahren, deswegen wird das heute ihr erstes Mal. Weil hier überall Rinder sind, muss man hier diese Tore auf und zu machen. Finde ich ganz geil, die Idee. Der Grund, warum da vorne das Tor eben war. Ich habe jetzt hier diese HEMA Maps on, die haben wir auch damals beim Konvoi, die App kostet glaube ich 100 Euro. Aber du hast da alle Tracks drin, die es in Australien gibt, das ist ganz cool. Und weil wir halt 30 Leute waren, waren es nur 3 Euro pro Person oder so. Das war dann echt in Ordnung und es hat sich schon mehr als ausgezahlt, auch während des Konvois. Richtige Steppe hier. Wie fällt's, Tuss? Trocken. Hier nächstes Tor. Ausblick ist jetzt schon nicht schlecht. Hier sind die Pipelines zur Versorgung von Port Augusta. Das ist die nächste Stadt da hinten. Tschüss! Richtig, richtig geil hier oben zu sein. Da hinten sieht man auch nochmal einen Track, aber ich glaube, der ist nicht breit genug für ein Auto. Aber ja, da war ich auch noch nicht. Das ist das Stück, was wir im Konvoi gefahren sind, bis hierhin. Also bis zu dieser Ecke da. Und wir fahren jetzt weiter in der Hoffnung, dass wir entweder auf diese Straße kommen oder wir fahren noch weiter hier hoch, dass wir dann hier oben lang fahren. Aber das weiß ich noch nicht genau. Hier ist jetzt wieder so ein Kettellock. Andere Richtung vielleicht? Oder geht nur so rum? Auf jeden Fall schon einige Schafe hier gesehen und es ist eine richtig schöne Gegend und ich bin gespannt, was uns noch so erwartet hier. Ende vom Track erreicht, da steht das Schild und jetzt schauen wir mal, was wir noch so machen können. Caro würde gerne wandern gehen, gute Idee eigentlich, aber schauen wir mal, wo wir hinkommen als nächstes. Aber hier ist so eine Farm, also ich denke mal, die müssen ja nicht jedes Mal über diesen Track fahren. Deswegen denke ich, sind wir jetzt gleich in der Straße, an der richtigen. Ich habe noch so ein paar Sachen auf der Karte bei Wikicamps markiert, die wollen wir eigentlich heute auch noch abklappern. Es gibt ja hier in Australien immer so coole Visitor Center, da gehen wir gleich mal hin und schauen mal, was da geht. Das ist schon ziemlich geil in Australien, dass wir diese Dinger hier haben, oder? Ja. Überall und einfach kostenlos. So, Babe, wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren nach Port Augusta. Was gibt's da? Coles. Warum gehen wir da hin? Weil ich Bananenbrot haben will. Warum noch? Weil wir Essen brauchen. Warum? Weil wir jetzt in die Flinders Ranges fahren. Okay, wie lang? X Tage, wissen wir nicht. Mal gucken. Und für X, wie viele Tage haben wir Essen? Und warum brauchen wir mehr? 1,5 okay. Ungefähr. Deswegen brauchen wir mehr. Und Nudeln ist keine Mahlzeit für den Jelly. Dann brauchen wir mehr. Korrekt. Und es muss wahrscheinlich fleischreich sein. Richtig, haben wir jetzt auch geklärt. Wir haben jetzt mal ein bisschen eingekauft in Port Augusta. Wir fahren jetzt hier gerade auf so einer Gravel Road. Da hinten sieht man so einen Peak. Den wollen wir jetzt gerne mal erklimmen. Devil's Peak Trail. Ein kurzer Weg, der es in sich hat. Dieser Weg wird zunehmend steiler und schwieriger, je näher sie dem Gipfel des Devil's Peak kommen. Obwohl es nur etwas mehr als 1 Kilometer zum Gipfel sind, können einige diese Wanderung als ziemlich anstrengend empfinden. Aber die Aussicht ist die Mühe wert. Also wir haben jetzt hier 17.27 Uhr. Um 5 nach 8 oder so geht die Sonne unter. Das heißt, wir haben jetzt nicht so viel Zeit, da hochzukommen, runterzukommen und dann nochmal 50 Kilometer oder so zu unserem Campspot zu fahren. Also das muss auf jeden Fall passen.
passen. Sieht auf jeden Fall fett aus da hinten. Ich denke, das ist ganz gut. Erinnert mich bis an die Three Peaks von Hawaii. No camping, no dogs, no guns, no fires. Und das ist richtig geil hier. Shut the gate, mate. Ach, ich liebe das Geräusch des Autos. So schnell umgezogen, wegen komplett verbrannt schon vom Autofahren heute. Jetzt noch schnell die Wasserflasche auffüllen. Wir haben jetzt gerade rausgefunden, dass der Hike eigentlich 2 bis 3 Stunden dauern soll. Die haben wir natürlich nicht. Aber jetzt sind wir schon hier, deswegen machen wir es trotzdem. Aber ich hab Bock. Und du? Ich auch. Mit dem Auto würde ich nicht hierher fahren wollen. Lieber mit dem Muhahaha. Ja. Ameisenstraße des Grauens. 500 Meter im Hike. Die 2,4 Kilometer Roundtrip. Das heißt, es ist jetzt noch 1 Kilometer bis oben. Die letzten 500 Meter sind wohl vertikal. Hier ist jetzt die erste Kreuzung bei 800 Metern into the hike. Schon ganz schön außer Atem. Ja, diese Flats hier sehen ziemlich geil aus. Ich habe die Drohne mitgenommen anstelle der Kamera. Sieht ein bisschen aus wie ein UFO hier, dieser Stein. 1 Kilometer in. Wenn so eine Abrutschstraße wirklich verloren, ja. Hier, der Baum möchte uns gerne des Weges weisen, aber weiß nicht so genau, in welche Richtung. Wir haben auch das absolut richtige Schuhwerk mitgebracht. Wo geht's lang? Hier ist jetzt schon richtig lang, schön schräg. Oh nee, fett, Hammer. Und der Wind ist auch zurück. Und hier ist das Visitor Book. Nice. Und $5.79 Longsleeve Top. Coole Idee. Da oben ist ein Zelt. Da oben ist ein Zelt, Baby. Okay, war ein bisschen dumm von mir. Ist kein Zelt, ist nur das Himmelszelt. Aha, jetzt habe ich auch endlich was. Das ist ein Zelt. Das Himmelszelt. Immerhin war es nicht mal ganz falsch. Don't turn it. Komm hier, Frau. I have little legs. Zu meinem Zelt. Guck mal, da soll man reinkriechen. Ja toll, wir kommen jetzt da hoch. Die paar Meter da hoch. Gut gemacht, Baby. Wow. 35 Minuten bisher. Wahnsinn. Jetzt schnell runde Drohne geflogen. Jetzt gehen wir runter und ich melde mich wieder, wenn wir unten sind. Wir genießen noch schnell die Aussicht. So, wir sind auf dem Rückweg. Der Mond sieht richtig, richtig geil aus. Hier Police Station. Alles so richtig schön auf alt. Hier ist so ein alter Bahnhof. Ja, wir müssen jetzt leider noch 76 Kilometer fahren. Ich weiß nicht, wie das mit dem Mond da hinten rauskommt. Der sieht ziemlich geil aus. Ja, und wir brauchen leider noch einen Moment, weil der nächste Free Camp Spot ist erst da. Wir haben keinen Bock, $30 für Campen zu bezahlen. Deswegen fahren wir da jetzt hin. Hier an Orca vorbei und dann ins nächste Kaffee.